Willkommen bei Bommis Reisetipps und Bom Camino kann ich sagen. Und zwar, es geht in 2 Tagen los und zwar, es geht auf den Camino Portugues. Und ja, bin jetzt sehr gespannt, wie das ist. Ich gehe mit meiner Frau und ich will euch mal zeigen, ist jetzt mein 3. Camino, was ich gelernt habe daraus, was kann man da lassen, was sollte man dabei haben und viel Spaß dabei. Als erstes möchte ich euch meinen Rucksack vorstellen und zwar, das ist ein Rucksack von Deuter. Ich glaube, gelbe Blume heißt Mädchen, aber ist eigentlich egal. Und zwar, mir passt der sehr gut und ich fühle mich mit dem wirklich angenehm und habe jetzt schon ein paar Läufe damit gemacht, also auch Megamärsche. Und ja, das ist der Future Pro 34 und ist für mich immer sehr ausreichend gewesen. Also wirklich toll mit verschiedenen Taschen, Reißverschlüssen, Innentaschen rechts und links. Hier habe ich immer meine Medikamente, hier habe ich meistens immer noch mein Ladekabelzeug, oben habe ich meist mein Geld, mein Buch. Aber gleich kommen noch mehr dazu. Ich werde zwischendurch immer mal so ein paar Bilder von den letzten Caminos einpflegen zwischen den Vorstellungen der nächsten Sachen, was man alles mitnehmen sollte. Und ja, hab viel Spaß dabei. Und hier zeige ich Ihnen mal von hinten und zwar, das ist wirklich wichtig. Also probiert den am besten im Fachgeschäft an, kauft den nicht online, gibt es vielleicht auch vom Discounter gut, aber man muss wirklich gucken, dass er wirklich gut sitzt. Und zwar, ich finde es immer gut, einen sehr guten Hüftgurt zu haben, möglichst breit, wenn es geht, eine Geldtasche noch drin, das hat das hier nicht. Aber ist egal, dafür habe ich dann meine Bauchtasche. Und wichtig ist eben gute Schulterpolster, also auch diese ganzen Trägersysteme, muss sehr gut sein und ein Brustgurt. Und zum Anlegen vielleicht als Info, man macht immer unten erst den Hüftgurt um, den Bauchgurt. Das muss richtig sitzen und dann werden die anderen Sachen eingestellt. Die Länge der Träger und der Brustgurt und dann verteilen sich also die Kräfte und dann macht es eigentlich auch nichts aus, wenn man wirklich 12, 13, vielleicht 14 Kilo sogar trägt. Also das hat mich sonst nicht gestört und guter Rucksack, einfach wichtig. Apropos Ordnung im Rucksack, und zwar, ich finde diese Teile super geil. Also ich gucke mal, wenn ich das finde, werde ich es immer noch mal in den Kommentaren unten verlinken. Und zwar, das sind Beutel, wasserdicht, und dann haben die immer oben noch mal, ich zeig das mal. Ja, dann kann ich die oben dann zusammen machen und habe die eigentlich relativ dicht schon mal. Wenn ich das ein bisschen umschlage, dann ist es eigentlich perfekt gegen Nässe geschützt. Und zwar hier habe ich, es gibt es in verschiedenen Größen, und zwar ich habe immer mindestens 2 große dabei und zwar habe ich in einer meine saubere Wäsche und in anderen meine Dreckwäsche und so habe ich jetzt geruchstechnisch auch nicht, dass das eine das andere annimmt und falls ich sie jetzt doch irgendwie mal gewaschen habe und die sind noch nicht ganz trocken, dann kann ich die eben da nochmal reintun, ohne dass es irgendwie die anderen nass macht. Ja, da kommen wir schon zu den Sachen. Strümpfe gleich. Und zwar, also ich nehme immer, ich habe immer eine Garnitur an und dann nehme ich 2-mal mit. Also ich habe auch schon gehört von Leuten, die wirklich bloß 1-mal mitnehmen. Aber mir ist das sicherer. Und ja, dann habe ich sozusagen immer 1 Slip an, 2 nochmal und oft mit den Strümpfen. Und wenn ich jetzt nicht den Abend waschen will oder waschen kann, weil irgendwie nichts ist, dann ist es gar kein Problem. Aber jetzt hier zu den Socken. Und zwar, das sind White Socks. Also ich habe wirklich verschiedene Socken probiert. Und zwar Wandersocken, ich habe mir mal beim Discounter welche gekauft, also das hat mir gar nicht gefallen. Die haben sich relativ schnell so aufgeraut und waren dann wie so kleine Kügelchen und das hat mich eher gestört beim Laufen. Dann hatte ich auch mal so eine speziellen Merino-Socken, hat mir auch nicht gefallen. Ich bin jetzt hängen geblieben und zwar, außerdem ist da eine Jakobsmuschel drauf, bei White Socks. Und zwar, die sind doppellagig, sehr angenehm am Fuß. Und die rauen sich auch nicht so auf, also ich bin mit denen sehr zufrieden und sind nicht ganz billig, ich habe 20 € je Stück bezahlt, aber die machen sich echt bemerkbar und es lohnt sich und die Investition würde ich immer wieder machen, außerdem Jakobsmuschel. Schuhe hatte ich ja schon erwähnt und zwar, ich nehme wirklich 2 Paar mit, die sind jetzt nicht geputzt, sorry. Und zwar, die sind beide von Adidas, ich weiß gar nicht, ob die Nummer was zu sagen, hier steht, bei dem einen steht 320 auf, bei dem anderen 355. Das linke ist sogar ein Gore-Tex-Schuh, sollte man eigentlich gar nicht mal machen, weil man drin eher schwitzt. Aber gut, die habe ich neu gekauft und die sind eingelaufen, die passen und da kriege ich hoffentlich und im Normalfall keine Blasen, also sind die meine Schuhe.
Was ich aber empfehlen würde, und zwar, das habe ich hier auch in den Schuhen drin, das sind jetzt die kleinen von meiner Frau, weil die ein bisschen klein aussehen, nicht wundern, und zwar, das sind Einlegesohlen, und zwar, die sind wirklich gut geformt und man hat dann einen super Halt von den Füßen. Man muss achten, dass die Schuhe auch die Platz bieten, weil die halt eine gewisse Stärke auch haben, aber wenn der Schuh das hergibt vom Platz, ist das eine tolle Sache und ich muss sagen, das tut mir gut beim Laufen und ich bin sehr froh, dass ich mir die gekauft habe. Ja, was darf nicht fehlen? Und zwar, das ist der Outdoor-Führer. Und zwar in dem Fall natürlich Camino Portugues. Den gibt es halt für die anderen Jakobswege auch. Und ich bin damit sehr zufrieden gewesen. Habe immer gerne mal ein bisschen drumherum geschmögert. Wiegt zwar auch, ich weiß nicht, 150 Gramm circa. Aber das gönne ich mir schon, um hier abends einfach mal noch so ein bisschen reinzuschauen. Wo bin ich morgen? Was ist da so ein bisschen Eckdaten? Und lohnt sich. Das hat sich für mich auch bewährt und zwar, ich habe das eigentlich am Anfang mal als Brotbüchse mitgenommen, aber es macht sie natürlich super. Hier kommen jetzt verschiedene Kabel rein, meistens bin ich immer doppelt aufgestellt und zwar, ich habe zweimal mein iPhone-Ladekabel, ich habe auch zwei so eine Ladestecker und was auf alle Fälle nicht fehlen darf und zwar, das ist die Powerbank. Falls es doch mal unterwegs jetzt irgendwie keine Ladestation direkt gibt, dann dass ich sozusagen nochmal ein bisschen meinen Akku nachladen kann. Das ist was, was ich nicht mehr missen möchte. Und zwar, das sind, ich glaube, Gamaschen nennt sich das. Und zwar, hier muss man sich vorstellen, ich habe schon mal eingespannt in den Schuh. Vorne kommt das einfach in die Schnürsenkel. Ich komme nicht auf den Namen. Und hinten wird das sozusagen eingeklettet über so ein Klettteil, was man am Schuh hinten hat. Und ja, hier ist der Fuß drin. Und ich habe immer das Problem, wenn ich laufe, dann laufe ich mir irgendwie Steine in meinen Schuh rein. Und das macht mich wahnsinnig. Alle halbe Kilometer meinen Schuh auszuschütten und dann die Steinchen wieder rauszuholen. Und mit dem Teilen passiert das eigentlich so gut wie nie. Es kann ja kaum reinkommen, also vielleicht zu einer kleinen Ecke. Aber ja, die liebe ich und hab die eigentlich auch immer mit dabei. Sogar auch immer hinten diese Klebepads, weil das ist so ein bisschen ein Nachteil. Und zwar, wo dieser Klettverschluss ist, da diese Teile, und zwar, die werden aufgeklebt und irgendwie nach einer gewissen Zeit, je nachdem, lösen die sich wieder ab. Und da habe ich mir so eine ganze Rolle und dann habe ich immer so, ja, drei, vier so eine Stückchen immer mit dabei auf Tour. Dann, wie habe ich das mit dem Trinken gemacht und war, was ich für mich bewährt habe? Und zwar, ich habe immer wirklich, auch aus Deutschland gleich, ich finde es toll, dass diese taillierte Flasche ist, das fasst sich irgendwie besser an. Außerdem sind die oftmals dichter als die im Ausland. Und zwar nehme ich mir da immer wirklich ein paar leere Wasserflaschen mit. Und was ich immer noch mit dabei habe, und zwar, das habe ich mal geschenkt gekriegt von der Firma SLV, die machen ganz tolle Leuchten. Ja, die ist super leicht und ist irgendwie auch schön daraus zu trinken. Aber die habe ich bloß einmal und im Normalfall nehme ich zwei, drei von diesen 0,5er Wasserflaschen mit und fülle mir dann um und diese dicht und die kann ich rechts und links reinmachen und das ist für mich sehr angenehm. Wovon ich weggekommen bin und was ich nicht mehr mitnehme, und zwar dieses Trinksystem habe ich mir gekauft. An sich auch eine ganz coole Sache, und zwar ich schraube mir das einfach auf fast alle Flaschen, ist das kompatibel. Und dann habe ich hier so ein Trinkstück und dann kann ich wirklich unterwegs, ohne das abzusetzen. Das ist natürlich ein super Vorteil. Mein Rucksack immer absetzen ist schon ein bisschen nervig. Kann daraus trinken. Aber ich bin im Sommer gelaufen und dann habe ich hier so zwei Schlücke warmes Wasser drin. Und das fand ich so unangenehm, wenn das so 30 Grad sind und da drin vielleicht noch wärmer, erstmal so ein paar warme Schlücke zu nehmen, dass ich eigentlich von meiner Flasche, die vielleicht kühl im Rucksack war, weggekommen bin und dann lieber wirklich Einzelflaschen nehme, die ich, wenn es sehr warm ist, vielleicht kalt kaufen kann und dann wickle ich die lieber in irgendein Handtuch oder in irgendein T-Shirt mit ein. Und ja, also das nehme ich nicht mehr mit. Das habe ich eigentlich auch immer mit dabei. Super praktisch, wahrscheinlich nicht so wahnsinnig sexy. Und zwar, das ist meine Bauchtasche. Und zwar, ja, zwei Fächer davon ist schon mal super. Da kann man schon mal immer das Geld drin haben, wenn man jetzt irgendwo vorbeigeht und man holt sich vielleicht mal ein Bier oder irgendwas bei einem Bäcker oder einen Kaffee. Man muss da nicht erst irgendwie ganz tief graben, hat das davon. Dann hatte ich oftmals in dem kleinen Beutel auch meine Compostella, meinen Pilgerausweis drin. Ja, vielleicht eine Powerbank, wenn es dann eng wurde, dann konnte man die auch da reinmachen. Mit einem Ladekabel und das Handy. Also das war immer wirklich sehr praktisch und für mich toll, das so bei sich zu haben.
Wir gehen im Sommer und zwar, was darf wirklich nicht fehlen? Und zwar, davon berichten ganz viele, wenn man YouTube sieht, Leute, die pilgern gehen, oh, ich habe einen Sonnenbrand, oh Gott, jetzt muss ich was tun. Und das möchte ich eben nicht. Eine Kopfbedeckung sollte dabei sein und dann eben ein Sonnenschutzmittel. Achtung, hier in Deutschland kaufen, in Portugal und Spanien wirklich deutlich teurer. Also kauft das lieber hier. Medikamente ist okay, die kriegt man dort an allen Ecken. Da würde ich eigentlich immer nur so einen Grundbedarf mitnehmen. Aber Sonnenschutz, wirklich teuer, kauft es in Deutschland. Medikamente, das war das Stichwort. Und zwar, ja, wer jetzt wirklich ganz dringend Medikamente jeden Tag nehmen muss, wie ich habe durch meinen Zucker, muss ich mich mit dem Lantus spritzen. Das ist halt ganz wichtig, das dann auch mitzunehmen. Entsprechende Nadeln auch, dass ich dann mich spritzen kann. Und okay, das, was jeder braucht. So, da habe ich immer nochmal einen Aspirin-Komplex. Denke ich, sowas sollte man mal dabei haben. Hier unten Kopfschmerztabletten. Ja, ich habe manchmal das Problem, ich trinke zu wenig und dann kriege ich Kopfschmerzen. Oder es sind andere Gründe. Und ja, und jetzt habe ich gleich die Hammerteile mitgenommen, ein paar wirklich für den Notfall, ehe ich mich dann lang rumquäle. Ja, Blasenpflaster habe ich mehr oder weniger für meine Frau dabei, weil ich das selber bisher nicht genutzt habe. Und zwar, ich mache es ganz anders. Und zwar, ich nehme Tape von Leukoplast, sieht ein bisschen dreckig aus, aber von denen steche meine Blasen im Zweifelsfall mit der Nadel auf. Desinfiziere natürlich vor die Nadel. Warum das Desinfektionszeug? Hier, ist auch dabei. Desinfiziere die, steche die aus, drücke die, die Flüssigkeit raus und mache ganz heftig Tape drüber. Tape macht sich natürlich auch, solange ich noch keine Blase habe, da kann ich natürlich vorher schon tapen, wo es so langsam rot wird. Das hilft auch manchmal, da eine Schicht drüber zu machen. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, ob das die beste Mittel gegen ja, Blasenbehandlung ist. Aber ich mache das so und für mich ist das sehr gut. Okay, Bepanthen habe ich. Ich laufe mir manchmal einen Wolf, dann reibe ich das da ein bisschen ein. Das geht. Voltaren, gut, falls die Knie wehtun. Und Hirschteig, gut, das kennt jeder. Man erkennt den deutschen Pilger, dass er Hirschteig von Scholl dabei hat. Und damit soll man sich die Füße eigentlich, ja, nach Möglichkeit früh, abends, vielleicht auch schon Tage vorher einreiben. Da wird es geschmeidiger und bildet, ja, ich kriege da nicht so schnell Blasen, sagt man. Was ich auch dabei habe, und zwar, das ist ein Mikrofaserhandtuch. Und zwar, es könnte auch kleiner sein, ich hatte es ja erst kleiner, aber ich habe es mir noch mal ein bisschen größer gekauft. Und zwar, wir sind am Camino Portugues. Und zwar, ich weiß, super schöne Strände, oftmals ganz einsam. Und dann will ich da vielleicht doch mal Viertelstunde mich irgendwo an den Strand legen. Und ja, und dann dachte ich, wenn das so klein ist, ist blöd. Also habe ich es mir ein bisschen größer gekauft. Super kleines Packmaß. Ich zeige mal, wie wenn das zusammengeklappt ist. Auf jeden Fall, es trocknet sehr, sehr schnell. Vielleicht trocknet sich ein bisschen komisch ab, aber das geht schon. Und ja, Packmaß und schnell trocknen, das waren halt die Vorteile, deswegen ist das mit dabei. Das ist jetzt zusammengerollt und in dem kleinen praktischen Sack gepackt, also ja, wiegt fast nichts und nimmt kaum Platz weg. Das muss natürlich jeder Pilger dabei haben, und zwar, das ist die Kredenzial, das ist der Pilgerausweis. Und zwar, man sieht mal, ja, hier sind schon ein paar Stempel vom letzten Jahr drin. Wir sind ja schon mal letztes Jahr gelaufen und ja, sind echt schöne Dinge dabei. Und wenn man dann nochmal so im Nachhinein, ey, wir sind im heiligen Jahr 2022, ja, wenn man dann nochmal so sieht, die Kathedrale hier in Porto, also echt schön und man ist irgendwie stolz, diesen Weg geschafft zu haben. Und dann geht das hier weiter und es ist nicht nur schön, es ist auch praktisch. Und zwar, wenn ich jetzt wirklich in einer Alberge oder einer Herberge auf Deutsch übernachten möchte, kann ich das nur mit einem Pilgerausweis. Ja, und wo kriege ich den her? Und zwar, den kann ich in Deutschland bestellen. Den gibt es aber auch auf dem Weg, aber ich wollte jetzt nicht lange suchen. Also habe ich den in Deutschland bestellt und natürlich auch dazu eine Jakobsmuschel, als Zeichen, dass ich auf dem Pilgerweg unterwegs bin und nicht einfach nur ein Wanderer. Neben den normalen Hygieneartikeln habe ich immer dabei, was ein bisschen ungewöhnlich ist, immer noch mal Toilettenpapier. Meistens findet man schon was, wo man auf Toilette gehen kann, gerade am Camino Portugues. Aber umso weiter man von Porto wegkommt, umso weniger wird es. Und wenn es dann doch mal ganz arg ist, dann habe ich da die Möglichkeit, vielleicht doch mal in die Büsche zu gehen. Ja, und das, da hieß es schon, oh, das ist Luxus und das brauchst du nicht. Doch, das will ich. Ich will entweder ein Deo oder ich will einen Deo-Roller haben. Ja, vielleicht ist es okay, wenn man ein bisschen riecht. Das ist vielleicht auch normal. Aber ich selber fühle mich einfach wohler. Also ein Deo oder ein Deo-Roller muss.
wer in Albergen unterwegs ist und da schlafen möchte, und zwar, der braucht auf alle Fälle diese Badelatschen oder irgendwas anderes, was man anziehen kann, denn mit meinen normalen Wanderschuhen darf ich dann nicht in die Herberge, und zwar die meisten müssen draußen bleiben in den meisten Fällen. Und ja, und dann ist das Einfachste, man nimmt sich irgendwelche Badelatschen, die man vielleicht irgendwie im Kopfteil oder unten in einem Fach gleich griffbereit hat, und ist dann relativ schnell parat, um die Schuhe stehen zu lassen. Und wer an der Herberge schläft, und zwar, ich hoffe, man kann es erkennen in dem Beutel, ja, nehmt euch einfach Oropax mit irgendeinem Schutz, und zwar, das nervt. Also ich selber schnarche total laut, habe einmal in der Alberge geschlafen und ich fand es schrecklich. Und wo ich dann früh aufgewacht bin und dachte, ich habe überhaupt nie geschlafen, haben die anderen gesagt, dass es so schrecklich mit mir war, weil ich so geschnarcht habe. Also ja, nehmt die mit, ist dann doch entspannter, und es ist dann schade, wenn man die ganze Nacht wach liegt. Also nehmt Oropax mit. Camino Portugues, es ist vielleicht gar nicht so wichtig, aber ja, ich nehme sie trotzdem mit, und zwar eine Sonnenbrille. Und zwar, ich sage deswegen, beim Camino Portugues ist es nicht so wichtig, da geht meist die Sonne an der Seite, glaube ich, rechts von einem geht die auf, und dann geht die im Laufe des Tages nach hinten. Also man bekommt sie eher von hinten und geht dann im Normalfall, und das ist so schön beim Camino Portugues, man hat einen Sonnenuntergang immer am Meer. Und die geht dann sozusagen meistens links von einem, westlich unter, und das ist meist so schön. Also schon deswegen freue ich mich und mache deswegen die Küstenroute, weil ich das einfach so toll finde. Wo die Sonne scheint, und gerade auch im Mai, kann es noch passieren, dass es auch am Camino Portugues einmal regnet. Und zwar, das ist eine kleine Regenjacke, die mache ich dann nochmal auf, dass man sieht, dass da wirklich eine Jacke bei rauskommt. Das ist auch von Adidas. Sehr schön, sehr leicht und ist auch ein Windschutz, wenn es jetzt nochmal früh kälter wird. Da kann man das auch rüberziehen, auch wenn die ganz, ganz dünn ist, aber es hält trotzdem. Und das ist ein Poncho, und zwar, den hatte ich bisher immer mit und noch nie wirklich in Anwendung gebracht. Und diesmal lasse ich es auch zu Hause. Der Wetterbericht sieht gut aus. Und wenn es jetzt wirklich mal regnen sollte, dann muss es so gehen. Und zwar, der ist eben groß genug, dass ich den über mich und über meinen Rucksack auf dem Rücken ziehen kann. Und der ist relativ lang und der sollte dann auch alles recht dicht und trocken halten. Zum Trockenhalten will ich das nochmal zeigen, und zwar, das ist so eine Regenschutzkappe, die in den meisten Rucksäcken schon unten in so einem ganz kleinen Fach mit dabei sind. Wenn die nicht dabei sein sollten, dann kann man das auch nachkaufen, und zwar, das ist wirklich günstig, das über den Rucksack zu spannen, selbst wenn man es in kleinen Tüten hat oder sowas, fand ich es immer gut, dass wirklich alles dann nochmal geschützt war und dass man das so drüber machen konnte. Das hatte ich auch mit dabei, auch kaum, was das Platz wegnimmt. Und zwar, das ist wie so ein ganz, ganz kleiner Stoffrucksack. Und zwar, der ist wirklich sehr leicht. Übrigens von der Lichtzentrale, mein Arbeitgeber. Lichtzentrale, Kompetenz in Licht. Ja, und zwar, den kann man dann, wenn man abends nochmal einkaufen gehen möchte, gerne gut schnell mitnehmen. Geht dann nochmal, kann es auf den Rücken schnallen und ist super praktisch und sehr leicht und nimmt kaum Platz. Das ist mein Luxusartikel. Hier muss man wirklich überlegen, will man das unbedingt oder muss man das dabei haben? Und zwar, das ist sehr leicht, nimmt ein bisschen Platz weg, aber es ist mein kleines Kopfkissen. Und zwar, mich nervt das wirklich in manchen Herbergen. Entweder es gibt kein richtiges Kopfkissen oder Pension, oder die sind manchmal so kugelförmig, so groß und gefüllt. Und ja, das hat so für mich die richtige Konsistenz. Ist nicht so hoch, recht klein. Und ja, finde ich sehr angenehm. Das muss man. Ja, keine Ahnung, ob ich das noch brauche. Und zwar, ich schmeiße es einfach mal mit rein. Das ist meine FFP2-Maske. Muss ich nicht mehr erklären. Kennt glaube ich jeder. Taschenlampe, gut, das nehme ich nicht mehr mit. Das hatte ich eigentlich immer mit dabei. Nie gebraucht. Das bleibt zu Hause. Ein Kuli habe ich natürlich auch immer mit dabei gehabt. Und hier gibt es unterschiedliche Meinungen. Und zwar, das sind meine Wanderstöcke. Ich gehe eigentlich gerne damit. Und zwar unterstützt das mich ein bisschen beim Laufen. Falls ich doch mal wegknicke, habe ich dann irgendwie nochmal eine Stabilität. Und der Camino Portugues ist zwar relativ flach, aber trotzdem hilft das mir, irgendwie vorwärts zu kommen. Es geht doch mal ein bisschen bergauf oder bergunter. Und da ist das wirklich eine tolle Sache. Zusätzlich habe ich, weil mich das nervt, wenn ich das hier vorne dann irgendwann abgelaufen habe, da kommt die Spitze durch. Und dann habe ich mir mal hier so eine Ersatz
Gummistopfen hier geholt, weil mich dieses Klappern dann so ein bisschen gestört hat. Und dann habe ich das dabei, das nimmt auch nicht viel Platz weg. Ja, worauf man achten sollte, Stöcke sollten nicht zu schwer sein und relativ praktisch. Das ist jetzt ein Dreiteiliger, der wird dann eben hier und hier vorne dann auseinander gemacht. Und zwar, wenn ich den im Flugzeug mitnehmen möchte, dann darf der nicht zu lang sein. Und ja, deswegen Dreiteiliger, nicht zu schwer. Ja, ich bin mit denen super zufrieden. Ich blende dann mal ein, wenn ich alles in der Tasche habe, was das eigentlich an Gewicht ist. Ich denke, man sagt ja immer nur maximal 10% seines Körpergewichtes, wie viel das ist. Ich habe extra zugenommen, damit ich ein bisschen mehr mitnehmen kann. Also ich darf jetzt 8,5 Kilo, oh, jetzt habe ich verraten, wie schwer ich bin, 8,5 Kilo darf ich mitnehmen. Und ja, ich zeige euch mal ganz kurz das, was meine Frau mitnehmen möchte. Und zwar, die hat schon mal zusammengestellt, ja. Okay, Packliste meiner Frau. Also ich habe gesagt, wie viel sie mitnehmen darf an Gewicht und ja, wir sind knapp dran jetzt. Nein, ist natürlich Spaß. Aber sieht auch nicht schlecht aus, aber man kommt damit nicht so wahnsinnig weit, zumindest nicht mit den Schuhen. Vielen Dank fürs Dranbleiben. Buon Camino!